Jo, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge bei den Dortmund Brothers. Bei den Dortmund. Tschüss, 3, 2, 1. Jo, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge bei den Dortmund Brothers. Heute direkt aus Wien, aus unserem schönen Haus hier. Ihr wisst alle Bescheid. Wir kämpfen diesen Samstag. Es ist mittlerweile schon Mittwochmorgen. Und ja, wir sind leider noch beide leicht erkältet. Besser gesagt, eher leicht noch, ich etwas härter noch. Aber wir sind auf der Weg der Besserung. In diesem Sinne, Freunde, ich will mal sagen, bis nachher. Laden ist gut, oder? Das sind die Bilder von Originalladen, aber. Das gefällt der Laden hier? Ah, okay. Wenn du mit dem anderen vergleichst, auf jeden Fall, ja. Mach dein Gewicht, Bruder. Heute Morgen hatte ich 78,6 gehabt und 77,5 ist tolerant, heißt 1 Kilo. Mach dein Gewicht, Bruder. Ich bin jetzt gerade mittlerweile 102. Der Weg geht nach oben auf 110. Ist nichts für die Jungs hier, weil die Jungs müssen ja noch ein bisschen auf den Gewicht achten, Bruder. Aber Schein, wir können uns das einknallen, Bruder. Was sagst du? Was willst du? Hähnchen, Brust, Panini, lies. Rührei, aber soll durch sein. Rührei mit Lachs, aber soll durch sein. Schinken. Rührei ja. Mit Lachs. Das ist für Sie, ich bringe gleich Besteck. Nur Käse, Sir? Ja, mit Käse. Das ist ein Gebäck mit Käse, oder? Du das? Ja, wohl. Nehmen Sie, nehmen Sie. Aber war geplant, dass du auf den Bordschein gehst? Sag nur, alles gut. Wallah, wieder nicht vergessen. Wallah, wieder nicht vergessen. Wenn ich jemals ein Ferrari fahre, wenn ich ihn gebe, ich heiße nicht Isa. Jetzt der Plan, ein bisschen ausruhen, chillen. Wir wollen frühstücken. Jetzt, now. Der Plan ist erstmal zu weh. Und Bruder, später geht's zum Training, ein bisschen schwitzen. Klar, also ich gehe trainieren, ich kann noch nicht trainieren. Ich glaube, heute mache ich Stand einfach ein bisschen wieder die Arme, ein bisschen fliegen lassen. Mach keine Einheit so mit denen mit. Ich mache hier meine bisschen Schlagen, Boxsack, Bratze, Matze, Jatze. Und du? Oder ich ruhe mich immer noch raus, geht leider immer noch nicht so gut. Aber wir sind auf dem Weg der Besserung. Da war es Hilfe, wird das auch so gut sein, dass wir es morgen schon weg ist. Die Kampfordnung lief am Anfang sehr, sehr gut, Bruder. Jeden Morgen aufgestanden, trainiert, jeden Abend trainiert, alles war passend, Sprints gemacht, alles, was man machen muss für den Kampf, haben wir gemacht. Leider 12 Tage vom Kampf bin ich sehr, sehr stark erkältet. Hals, Nase, zu, alles. Bei mir war noch schlimm, ich hatte Fieber gehabt, alles Mögliche. Und danach, letzten Freitag, bin ich quasi gerade so auf dem besten Weg gewesen, so, dass die Krankheit weg ist. Aber meine Lunge war sehr stark befallen. Ich habe auch ärztliche Befunde und alles Mögliche, die mir geraten haben, den Kampf abzusagen. Mein Trainer hat mir gesagt, sag den Kampf ab. Umfeld hat gesagt, sag den Kampf ab. Ist nur ein Kampf, kann nichts passieren. Aber ich dachte mir so, das ist mir zu oft passiert von meiner Gegnerseite aus, dass es ausfällt immer wieder und ich kann das nicht mehr, Alter. Deshalb ist einfach Vollgas, mit dem Kopf durch die Wand, Bruder, muss man einfach sich geben. Ich bin fit, ich fühle mich gut trotzdem so. Ich habe diese Woche nur 2-3 Mal trainiert, aber mir geht es hauptsächlich darum, jetzt erstmal das Gewicht zu schaffen, danach zu kämpfen. Bei Islam ist die Scheiße halt gerade, der ist aktuell krank. Mir geht aktuell gerade gar nicht gut. Abgesehen von anderen und Fremden und Ärzten und Trainern haben wir alle ihm geraten abzusagen. Alle ihm gesagt, kämpf nicht. Egal wie oft man einen Kampf absagt, die Leute haben keine Ahnung, was eine Vorbereitung ist, die Leute haben keine Ahnung, wie eine Krankheit auf einen Körper. Ich sehe immer wieder auch bei Freunden von mir, wenn die einen Kampf absagen oder sowas, kommen Beschwerden und Leute kommentieren. Haltet einfach eure Schnauze, wenn ihr keine Ahnung habt, wie eine Vorbereitung ist. Vor allem in einer Vorbereitung. Man sagt ja immer, wie kann man in einer Vorbereitung krank werden? Wie passiert das immer so oft? Genau bei einer Vorbereitung wirst du krank. Genau bei einer Vorbereitung wirst du krank, weil du zweimal am Tag trainierst, zweimal am Tag duscht, weil du auf Diät bist, weil dein Körper eh geschwächt ist vom ganzen Training, von allem. Genau dann wird man ja krank. Sonst bin ich nie krank. Sonst ist mein Bruder auch zum Beispiel nie krank oder andere Leute. Über das Jahr verteilt vielleicht 2-3 Mal krank. Aber in einer Vorbereitung wirst du meistens krank, weil dein Körper so geschwächt ist von allem. Ich habe zum Beispiel eben gestern Abend locker ein bisschen mit meinem Kollegen Isa bewegt. So ein bisschen so gerungen und so. Einfach nur so um zu testen, weil ich fühle mich kräftemäßig immer noch sehr, sehr stark. Also es hat sich nichts verändert so. Ich habe halt gestern auch gesagt, es ist halt gut, dass ich mich wenigstens so kräftemäßig stark fühle und nicht da geschwächt bin. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich jeden Tag normal am Essen bin. Aber war halt so, dass ich direkt gemerkt habe in der Lunge, dass ich halt extrem so, dass ich hatte halt ein starkes Brennen in der Lunge so. Und das war halt so, direkt die Lunge war halt so voll gefüllt so. Das ist halt die Scheiße, ne? Wenn das jetzt im Kampf auch so ist, ist natürlich ekelhaft und natürlich auch hohes Risiko auf Probleme mit dem Herzen. Hohes Risiko auf bleibende Schäden, ne? Und wie jeder weiß, ich hatte ja schon mal eine Herzmuskelentzündung gehabt. Deswegen ist es eigentlich umso schlimmer, aber ich habe gesagt, diesen Kampf mache ich trotzdem. Weil ich mich kräftemäßig halt gut fühle, so würde ich mich kräftemäßig nicht gut fühlen, würde ich den Kampf auf jeden Fall absagen, so. Aber da ich mich noch einen Rahmen gut fühle, was meine Kraft angeht, was die Bewegung abläuft und so weiter und so fort, ich jetzt irgendwie nicht 40 Grad Fieber habe gerade, sondern halt nur Lunge beschlagen ist, Hals beschlagen ist, denke ich, inshallah, wenn das jetzt morgen gut verheilt, wir halt gerade auf einem guten Weg sind, kann man auf jeden Fall auch den Kampf machen. Und ja, wieder in den finnischen ersten Runde.
kein Durischer. Ey, wir gehen mal was essen, ein bisschen zu Kräften kommt und dann geht's wieder nach Hause, chillen. Gerade kann man nicht viel machen, weil im Endeffekt muss man gucken, dass man gesund wird. Ja. Da ist draußen rumlaufen nicht gut, dass da zu viel draußen rumlaufen ist. Wir müssen auch raus, ab und zu was essen, wieder rein. Dann nehmen wir Fleisch. Bis gleich. Die Aufgabenverteilung von Tano. Aufgabenverteilung hier. Zu meiner Rechten, das ist unser Bruder Junkard. Der ist für die Präsenz da. Zu deiner rechten Seite auch Kai Temel. Der ist auch hier eigentlich nur, damit er auch ein bisschen schlafen kann. Das hat er zu viel zu tun. Unser Manager hier, Farouk. Unser Bruder macht die Präsenz Samstag im Cage. Und ich bin hier da. Ich bin hier unter anderem für die Präsenz außerhalb des Rings da. Einfach für Schutz. Unser Bruder ist das für Schutzler. Nebenbei. Aufgabenverteilung, hier fehlt noch einer, der kommt heute Abend, das ist der Ilias Badi. Der ist dafür da, dass er uns die Rechnung bezahlt, weil der Typ hat Kohle. Und Schein ist da, um umsonst zu essen, was soll ich euch sagen? Dein bester Mann. Bester Kameramann. Ivy Schein, Wallah, bester Mann. Alles viel Spaß. Wie geht's mit Kamik? Lasst euch schmecken. Wo geht's jetzt hin? Welches Gym? Gym 23. Gym 23. Das ist Gym von Meilbeck, das ist immer, soweit ich weiß. Guck mal rechts, Bruder, guck mal rechts. Hier. Ich Bruder und Schein. Ich Schein. Wie viel ist das? 120 auf entspannt. Auf Rahat. Das ist der 6. Komm. Sag du. Komm, noch zwei. Wir machen 3. Komm. Eine. Komm. Bei uns, man sagt, Aslan Parcha. Aslan nimmt bei ihm. Das Beste nach dem Training ist? ESN von ISO, von ISOCLAIR von ESN. Wahrscheinlich, morgen können wir mal eine Einheit zusammen machen, Cousin. Gerne, ja. Ich hab morgen Rücken. Wenn ich nicht kann, ich können noch. Auf jeden Fall. Das ist gerade alles nur der Pump für Samstag, weil ich mache außerhalb des Ring. Präsenz für die Jungs. Dafür haben die leider keine Zeit. Deshalb bin ich jetzt heute hier, mich mal ein bisschen am Aufruhen. I'm in the big leagues. Tony don't miss me. Ballin' like Houston. Ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, job. Wir machen ja noch ein bisschen unter uns. Ich merke, das Gewicht machen. Macht mir richtig zu schaffen, Bruder, mit Kraft, ne? Richtig zu schaffen, Bruder. Ich merke, wie meine Kraft schwindet, Bruder, aber Bruder, der Junge ist auch unnormal stark. Der Junge ist unnormal stark, Bruder. Der hat die Größe von meinem Gegner, deshalb ist er perfekt für mich jetzt ein bisschen Bewegung, der ist unnormal stark. Noch zum Mal auch was in der Sapenik, ich roste zum Beispiel Adin. Nein, das ist auch nicht, das ist für dich. Sapenik, dann roste auch, und dann darfst du von der Wiener. Bakaru, Masha Allah, Bata. Aber es ruft nach seinem Turnier, dann kommt es auch Jim, Hero Jim, Team 23, schau mal, was haben die noch was? Du hörst dann auch ganz genau so, ob ich hier. Allahumma halb. Aber okay, komm. Ja. Da hat er doch noch einen. Das Gewicht machen tötet mich gerade. Heute erst die Kraft geworden. Sie macht Todesstand. Aber man muss auch sagen, der ist in Tschechien aufgewachsen, Bruder Herz. Ist vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen, hat 25 Kämpfe, ne, Amateur. 13 Kämpfe in Österreich gemacht, alle 13 gewonnen. Und seitdem der hier ist, Marshall, Bruder, ja. Das ist einer von den wenigen Jungs, der ist hier alleine, ohne Familie, Bruder, um zu trainieren. Und man muss sagen, viele Jungs kamen, nicht nur aus Tschechien, nicht nur aus Russland, nicht nur aus Ukraine, nicht nur aus Afghanistan und was weiß ich woher, um hier zu trainieren, um deren Sport, die in der Heimat gemacht haben, fortzuführen. Die kamen hier in diesen Shia-Bass geendet. Verstehst du, Freunde? Der Junge, der 2,5 Jahre hier, Bruder, hat 13 Kämpfe gemacht, Bruder. Warum beide, Bruder? Richtig stark, Junge, richtig. Er meinte gerade zu mir auf Tschechisch, ist das überhaupt möglich, dich zum Teppen zu bringen? Also mich. Er hat mich, glaube ich, wirklich in 7-8 Submission gehabt, Bruder. Triangel, Omoplata, Beinhebel, Armtriangel, Anaconda-Choke, Darts-Choke. Nirgendwo vom Teppen. Bruder, Teppen. Schade. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Wenn ich gewinne, inshallah, haben wir es auch dem Bruder auch so zu bedanken, dem Bruder Bakr. Das Papier hat auch gedacht, aber auch 100, der 100. Wie geht es? Allah, wer ist Inshallah. Ich sage euch ehrlich, beim Gewicht machen jetzt gerade, vor allem jetzt gerade, sage ich euch, ne? Hätte ich diesen Isoclay jetzt nicht, Bruder, ich würde jemanden angreifen in der Nacht von euch. Sag ich ganz ehrlich, Bruder. Deshalb, Freunde, ganz wichtig, nach jedem Training oder vor dem Training, wie es sich am besten passt, einen fetten Isoclay reinballern und den Eiweißbedarf decken. Übrigens, Freunde, mit dem Code DURATOF maximalen Rabatt auf alle Produkte bei ESN. Batsch! High Kick! Boah, wie eng war das an der Kamera? Sehr knapp. Freunde, habt ihr checkt, ne? Woher das Logo vom Gym 23 kommt, das ist der Bruder Beinberg der Sumo in der Mitte. Und bei der Waage hat er meistens genau diese Pose gemacht, um zu zeigen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Falls jemand nicht wissen sollte, wer Beinberg der Sumo ist, der die UFC feiert, vor allem die UFC schauen, schämt euch. Was der Streit hier? Bruder, der wollte ein Bankdrücken-Battle gegen mich machen. Jetzt auf einmal, ich weiß nicht, der zieht zurück. Keine Ahnung, was soll ich euch sagen? Ja, ich schwör auf alles, drück ich auch. Komm, wir machen ein Duell. Okay. Aber hör zu. Ich schwöre bei Allah, das war mein 7., 8. Satz schon. Okay. 160 Kilo. Guck mal jetzt. Und Ramadan, ne? Es war noch Ramadan. Dann wir uns klarstellen. Aber Bruder, 160 Kilo. Mashallah. Hör zu. Er hat gerade 120 gedrückt. Er macht mich auf Killer. Okay, Tamam, gib mal die Hand. Wallah, Billah. Guck mal, hör zu. Komm her. Eins. Was das ja halbe macht. Komm, guck mal, Junkard. Der macht halbe. Sechs. Jeder kann nicht mehr. Jeder kann nicht mehr. Hör zu. Dann ist ich hab vorher schon trainiert. Kommt der gerade, der Video meinte zu mir, ich hab 120. Ich du kleiner Esel, ich hab auch mal 60 Kilo gedrückt. Nein, der labert nur Scheiße, Bruder, lass es. Set the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Babble if they try to dabble in it and they ich will nicht, wenn du da rausfahren sollst, okay? Bruder, wenn du da reingefahren bist, ey, dann mach ich gleich wieder rausfährt. Augen zu. Ja, Barhopter hier ist gerade am Frisch machen, der hat heute keine Zeit. Islam, was sagst du? Leute schreiben mir, warum nur noch 2 Tage. Bereit? Let's go. Islam, was sagst du? Wie ist der Eingriff von Samit und Islam? Wie sind sie drauf? Ich stelle mir Rechenaufgabe, Bruder. Ja, wie soll ich das antworten, Bruder? Sag mir, wie geht's dir so? Allgemein, warum warst du hier raus? Alhamdulillah, dir. You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Nein, ich meine, weil diesmal bin ich auch nur aufgeregt. Deswegen, ja. Bruder, das Ding ist, ich war jetzt eine Woche krank. Ja, 100%. Leute, würde ich mal geben, denke ich. Ich war das erste Mal, dass ich habe, nach einer Woche krank. Sehr, Bruder. Wallah, ich sag das immer wieder ungern, ne? Bei Allah, niemand würde kämpfen. Barukui. Assalamu alaikum. Was geht ab, mein Mietze? Bruder, wie geht's hier? Bruder, wallah. Mach hin, mach her. Ja, Bruder. Angekommen. Super. Ja, Jungs, sollen wir runtergehen? Ich glaube, das war alles. Ich bin auch noch raus im Tod. Ich spring wirklich ein, wenn das jetzt zu knapp oder wenn du dich nicht so gut fühlst. Wallah. Ernst. Ein Jeff. Ich mache den Umständen entsprechend. Mit dieser Erkältung und so, Bruder, ich habe mir richtig Sorgen gemacht, aber jetzt, Alhamdulillah, ich fühle mich gut. Ich schwöre, ich meine das ernst, weil ich dachte, ich muss einspringen vielleicht. Aber so wie es aussieht, Bruder, kann ich Islam den mit einem Fuß da reinschicken. Bruder. Ich will, dass du morgen reingehst und mit denen machst, was du willst, ja, wenn du Bock hast. Weißt du, puff, weißt du, richtig, bam, so, richtig so, wie du, wie sagst ja, du, komplette Dominanz, Zerstörung. Einfach ab. Aber spielerisch so, ne? So, ja. Reingetan. Also, so, dass die Leute schauen, was du willst. Schau, so, Freunde, das war's mit der Folge. Die Folge wird wahrscheinlich Samstag erscheinen, kurz vor unseren Kämpfen. In diesem Sinne, Freunde, im Vlog von dem Kampf, von den 2 Kämpfen, inshallah, wird auch noch folgen. Tag darauf mit 2 Siegen dann. Könnt ihr euch darauf freuen. In diesem Sinne, danke für die Unterstützung. Vielen Dank an alle, die herkommen werden, um uns zu supporten. An alle, die uns vom Haus aus unterstützen. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und ja, in diesem Sinne, Team DURATOF, we are back, baby.